Hallo. Es ist wieder Zeit, um ein Trash-Päckchen zu packen. Paket steht hier, das muss ich dann gleich füllen. Und zwar habe ich mit, oh Gott, jetzt habe ich den Namen, oh mein Gott, das ist immer super vorbereitet, Jennifer. Auf jeden Fall habe ich eine E-Mail bekommen von, ich glaube Steffi heißt sie. Genau, von der lieben Stefanie. Habe ich eine E-Mail bekommen und zwar möchte sie mit mir ein Trash-Päckchen machen. Sie hat 20 Produkte für mich. Dann habe ich natürlich auch 20 Produkte für sie. Ich glaube ein paar mehr, ich glaube 22, weil da sind so ein paar günstige bei. Und dann tue ich immer gerne so ein, zwei mehr dazu. Ja, Regeln dazu. Dürfen natürlich nicht fast leere Produkte sein. Wir schicken uns gegenseitig Produkte zu, die wir einfach nicht gebrauchen können, die wir ausgetestet haben, verwendet haben und dann einfach irgendwann keine Verwendung mehr dafür hatten, weil die ungeliebt wurden. Und dürfen keine gebrauchten Lipglosse dabei sein. Lippenstift ist okay, wenn man die gut desinfizieren kann. Und maximal 10% an Nagellacken. Und zwar, ich habe einmal von Cien die Body Lotion, die habe ich letztens zugeschickt bekommen, auch in einem Trash-Päckchen, aber ich habe so viele Body Lotions, die muss ich erstmal alle aufbrauchen, bevor ich dann halt sowas hier dann wieder, ich habe halt so viele teure, wisst ihr, und dann gebe ich das hier halt erstmal ab. Dann von Isana ein Badesalz, deine Traumzeit mit Lavendelöl. Ich verwende halt keine Badesalze mehr, weil ich da einfach keine Wirkung habe und also ich merke da nichts von. Dann nehme ich lieber ein schönes Schaumbad, wo dann ordentlich Schaum ist und ich bade halt auch nur dreimal im Jahr maximal oder so. Deswegen lohnt sich das für mich nicht wirklich. Dann habe ich hier ein Gel. Vielleicht hast du kurze Haare, vielleicht nicht. Vielleicht hat dein Freund kurze Haare. Vielleicht könnt ihr das ja irgendwie gebrauchen. Ich habe es letztens auch bekommen und ich habe dafür keine Verwendung. Dann, das fand ich total süß, aber ich hasse Kokosnuss. Und zwar Shampoo und Spülung in einer Flasche. Total cool. Also so hier unten und oben geht es jeweils auf. Fand ich total cool, die Idee. Aber wenn ich schon alleine Kokos lese, finde ich, da graut es mir schon fast vor. Dann habe ich hier so ein kleines Gimmick, das ist halt so eine Maske. Ja, also kann man einfach mal ausprobieren. Ne? Dann, wie heißen sie? So Einwegrasierer. Einen Essence Litter in the Air, so ein Duo Kajalstift. Jetzt kommen die etwas spannendere Produkte. Von Essence der Strobing Highlighter. Habe ich letztens, aber muss ich jetzt nicht mehr dazu sagen, weil das springt uns echt in den Rahmen. Dann von Catrice die The Blazing Bronze Palette. Ich mache die mal auf, dann kann man die vielleicht ein wenig besser sehen. Ich habe davon fast alle, nur ich mag nicht so gerne Lila und Rosé-Töne. Die stehen mir einfach überhaupt nicht und deswegen kommt diese hier weg. Von Essence Wake Me Spring Blush ist dieser hier. Ich finde den eigentlich ganz hübsch, aber der ja, kommt einfach nicht dran. Von Rival de Loop, Nights to Remember, das ist halt so ein Shimmerbrick, nenne ich es mal, weil ursprünglich hatte ja Bobby Brown diese Shimmerbricks und die kann man, komm schon, geh auf, die kann man halt als einzeln als Lidschatten verwenden, als Highlighter, als Bronzer, wie man möchte und ja, ich habe sowas von Bobby Brown. Dann von der Douglas Eigenmarke ist das, glaube ich, ist das halt so ein Contouring-Produkt und zwar Highlighter, Rouge und Bronzer. Ist dann ja nicht wirklich Contouring, aber steht Contouring drauf. Ich finde Bronzer, das ist immer eher dann ja, eine Gesichtspalette, nenne ich es jetzt einfach mal so schön groß. Ja. So, dann ein Lidschatten von Catrice. Die Farbe New and Brown habe ich selber, deswegen gebe ich ihn ab. Dann den hier habe ich doppelt bekommen von Catrice. Life of High Heels. Das sind diese Lidschatten, die man rausklicken kann und in eine, wenn man sie hat, Palette einklicken kann. Ja. Dann habe ich hier einen Lidschatten von Douglas, so einen anthrazitfarbenen, so für Smoky Eyes. Ich trage zum Beispiel sowas in der Richtung heute auch auf einem beweglichen Lid und habe dann einfach nur mit so einem helleren Braun ausgeblendet. Und dann habe ich hier noch von BU zwei Eyeshadow Pens. Einmal die Farbe 408 und 412, das ist einmal... das sind halt so lila Töne und habe ich, glaube ich, gerade eben schon mal erwähnt. So lila ist nicht so ganz meins. Einmal ein helleres, so ein bisschen topig schon fast und ein lila. Beide für dich. Zwei Nagellacke hatte ich ja gerade eben erwähnt und dann nehme ich halt von Catherine und von Rival de Loop. Ich finde, die beiden passen vielleicht auch ganz gut zusammen, wenn du ein rosa Mädchen bist. Und zwar einmal diesen hier und dann dazu halt on top
Diese süßen Glitter, Flitter, wie nennt man so? Dots steht da drauf, also sieht schon süß aus. Dann habe ich hier ein Quad von Manhattan in so grün. Einen Rollerball, nee, Blushball von Essence, aber die Farbe ist für mich sehr Barbie, mag ich nicht. Das ist die Farbe 10 Peach Candy. Ein Fixing Powder von Rival de Loop. Das ist so ein ja, transparentes Puder, was matt sein soll. Und Fresher Skin Make-up, das hatte ich schon mal, war aber für meine Haut nicht so ganz toll. Ja, das von Manhattan auch. So, und wenn ich das jetzt einpacke, schicke ich das weg und im Anschluss seht ihr dann, was ich bekommen habe. Hallo meine Lieben, ja, ich habe hier ein Paket bekommen, ein kleines, so groß ungefähr. Und ich habe das für diejenige, für die es ist, das ist das, ich habe das, ich wollte es heute abschicken, aber ich hab gestern irgendwie Probleme mit meinem Drucker gehabt und muss es heute abschicken. Ja, aber, also beziehungsweise morgen, so. Also ich werde es heute fertig machen. Aber ich habe das schon bekommen von der lieben Steffi. Und jetzt wollte ich mal mit euch zusammen auspacken, was da drin ist. Zum einen sehe ich hier Tee. Ich bin hier überhaupt gar kein Teemädchen. Ich trinke gerne schwarzen Tee mit Zitrone und ganz viel Zitrone. Und Zucker. Ganz komisch eigentlich, warum ich nicht das eine rauslasse. Aber gut, ich trinke Fencheltee. Das war's. Und das hier ist jetzt Erdbeersahne und Woman's Balance. Nehmen wir mit auf die Arbeit. Irgendjemand kann damit bestimmt was anfangen. So, jetzt gucken wir mal. Was hier so drin ist, was die liebe Steffi mir geschickt hat. Und zwar sehe ich hier als erstes von Alessandro ist das Pedix Feet. Ich denke mal, dass es eine Fußcreme ist. Dann von John Frieda ist das diese Sheer Blonde Go Blonder aufhellender Conditioner. Kann ich ja jetzt gebrauchen, ne? Wird verwendet. Ja gut, die hier mag ich nicht. Die werde ich dann weitergeben. Das ist von Garnier, diese BB Cream. Aber das macht überhaupt nichts. Ja, die werde ich weitergeben. Die habe ich auch schon mal gehabt, habe sie auch weitergegeben. Ist das bei dir drin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und zwar ist das von Balea, dieses Beauty Effects. Das ist so eine Augencreme, ne? Eye and Lip Serum, ja. Dann von Biotherm, was ist das? Relativ flüssig. Ist eine Lotion. Wieso ist eine Lotion denn so flüssig? Moment mal. Lotion, die ihre Haut atmen lässt, klärt, perfektioniert das Hautbild und verfeinert die Poren. Kenne ich gar nicht, überhaupt nicht. Vor allen Dingen ist es wirklich sehr flüssig da drin. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil eine Lotion ist ja normalerweise immer relativ cremig. Ja, dann haben wir hier die L'Oreal Ineffectable 24 Stunden Matt. Die werde ich dann auch direkt weitergeben, weil ich habe selbst Foundations, die für meine trockene Haut schon trocken am Kinn werden. Und dann wird so eine Matte komplett matt. Vor allen Dingen, ich glaube, dass sogar hier relativ dunkel sein wird. Schaut mal. Also ist schon, wenn man so meine Hand dagegen hält, die ist schon sehr dunkel. Aber ein cooles Produkt, muss ich sagen. Also auch wenn das jetzt nicht gerade zu mir passt, aber ich finde es cool. Den habe ich letztens auch weitergegeben. Ich habe ja ganz viele Nagellacke aussortiert. Das ist überhaupt nicht schlimm, wirklich. Von Crestrin ist das so ein nudefarbener Nagellack. Ha? Dann von ein Coverstick von Maybelline New York. Okay. So ein grüner. Oh, da geht hier unten ein bisschen auseinander. Fällt ja. Den muss ich wieder zusammendrücken. Finde ich interessant. Werde ich gerne verwenden, weil ich habe ja immer mit Rötungen zu tun. So, dann von Biotherm. Ich glaube, das habe ich auch noch hinten irgendwo liegen. Ist das so eine kleine Luxusprobe? Ein Nagellack von Catrice in so einem Pink. Was ist das denn? Ich glaube, das war mal von. Ich habe das mal von Rasierer gehabt. So ein Ding, wo man seinen Rasierer draufhängen kann. So, dann habe ich hier von Love. Ist das die Farbe Sydney? Das ist ein Lippenstift. Oh nee. Sehr pinky, sehr richtig Barbie-Pink. Gebe ich weiter. Sei mir da nicht böse. Aber das ist ja. Du kennst ja meine Trash-Päckchen, denke ich mal. Ist ja nicht tragisch hier. Solange die Sachen nicht kaputt sind, und das sind sie nicht, ist alles super. Von Kiehl's ist das ein Eye Brightening Concentrate. Okay, geil. Da freue ich mich drauf. Das
werde ich verwenden. Ist, denke ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt benutzt ist oder ob da einfach, sind nur 3 Milliliter, also ist relativ leicht. Werde ich definitiv verwenden. Einen Master-Kajal von Maybelline. Dieser hier, wo ich nie weiß, wie ich den wieder anspitzen soll. Solche Dinge. Und ich habe da echt so, die sind richtig cool, aber ich weiß nie, wie spitzt man das Ding an? Keine Ahnung. So. Von Shiseido ist das ein Power Infusing Concentrate. Keine Ahnung, was das machen soll. Weiß ich nicht, vielleicht wisst ihr das. Von Max Factor einen, achso, den habe ich selber. Den Natural Glaze Kajal hier, das ist so einer, der so hautfarben ist. Den habe ich selber, ist ein richtig cooler Kajal. Einen coolen Pinsel von Love. Also ich mag die Seite hier, das ist so ein Blenderpinsel. Auf der anderen Seite ist es einfach nur ein, ja, so ein schräg, schräg abgestuften Lidschattenpinsel. Finde ich gut. Würde ich mir direkt hier hinlegen. Ein Blush habe ich hier und zwar Mandarin. Den habe ich schon, den werde ich dann weitergeben. Aber eine sehr schöne Farbe, finde ich. So, dann haben wir hier, achso, hier ist wieder sowas. Ist das dasselbe? Ja, das ist dasselbe. Die sind beide original verpackt übrigens. Diese Fußbalsame, die werde ich dann erstmal zulassen. Noch ein Nagellack und zwar von Nysink for Glamour. Das ist so ein dunkles Lila. Von Douglas. Einen Matte Lipstick in so einem Mini-Format. Der ist ja niedlich. In einem Rot. Ja, das ist doch süß, würde ich sagen. Finde ich gut. Von Sense ein Lip Balm. Pearl Shine mag ich überhaupt nicht. Also ich mag nicht so Pearl Shine Gedönse und so. Das erinnert mich immer an meine Teenie-Zeit. Den werde ich dann weitergeben. Der ist unbenutzt. So, von Catrice den Don't Love Leave Me. Das ist ein Watt, also ein Catrice Liquid Liner. Ich habe gerade erst gedacht, das war der mit, wie hieß der, Dating Joe Black. Aber ist er nicht. Probiere ich sehr gerne aus. Cool. Mal hier in meine Versuchskiste. Dann haben wir hier dieses 4711 Aqua Colonia mit Pfirsich und Koriander. Das ist so eine kleine Miniatur. Habe ich heute noch auf der Arbeit mit Arbeitskollegen drüber gesprochen, über die 4711 Düfte, die neuen. So, dann haben wir hier noch vier Sachen. Und zwar zwei Kajalstifte oder Lip Liner, Kajal, irgendwie sowas. Das hier müsste ein Lip Liner sein, genau. So eine nudige Farbe, wie ich jetzt... Was heißt nude? Wie ich jetzt gerade trage. Ne, guck mal. Da, den hier, das ist so ein Nude-Ton. Das ist von Douglas eine. Bose the Rose heißt der. Ups. Und der andere ist von Kiko in der Farbe Nr. 800, denke ich. Ist auch ein Lip-Pencil. Okay, aber... Ist das Lip-Pencil jetzt echt? Ne, Eye-Pencil. In so einem Glitter. Seht, wartet mal. Hier unten. Mhm. So, dann haben wir hier noch eine Rouge-Palette von... Was ist denn das? Weil hier vorne steht nichts mehr drauf. Die Farben sind auch leider überhaupt nicht meins, aber das ist nicht schlimm, weil das sind so Rosatöne. Kann ich... Achso, da oben steht was drauf. Von Catrice sind die. Rock'n'Rose heißt das gute Stück hier. Und dann gibt es noch von Technik. Ups, so... Das ist das letzte Produkt. Wartet mal, ich tue mal eben raus. Das sind Puder. Ja, das sind Puder. Das ist gut. Ja, werde ich ausprobieren. Das sind so, das ist so eine Puderpalette. Ja. Kann ich was mit anfangen? Ja, und das war das Trash-Päckchen. Diesmal nur 20 Teile hatten wir abgemacht. Ja, ich werde der lieben Steffi jetzt meins fertig machen und dann geht's dann auch auf die Reise. Ich danke dir vielmals dafür und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!